Ryan beendet Schmuggleroperation. Fontaine und seine Banditen in feurigem Feuergefecht getötet. Okay. No active goal. Cool. Ja, dann sind wir wohl etwas ziellos unterwegs. Ziellos oder nicht. Herzlich willkommen zurück zum Trollreport Live-Bericht. Reste festessen oder vielleicht auch feste Reste essen. Mir ist bei der Sichtung des heraufgenommenen Materials aufgefallen, dass ich beide Varianten mal verwendet habe. Da müssen wir mal ein bisschen flexibel in der Hüfte sein. Wir wissen aber, was gemeint ist. Es wird weiter diniert hier. Ja, ich brauche den kleinen Verdauungsschnaps nach der letzten Charmoffensive des Spiels, wo es uns wieder mal ein gutes Stückchen Progress zersenzt hat mit dem guten alten Ich mach die Map auf Bug. Bei das Spiel so in seiner Urform natürlich da relativ wenig für kann. Es ist offensichtlich wirklich ein... Ach ja, sie wieder. Gut. Das ist offensichtlich eine kleine... größere Problematik. Letztes Mal hast du verbrannt, jetzt kriegst du es mit dem Magic Stick. Kaputt bist du trotzdem. Ja, mit dem Loot. Das ist offensichtlich wirklich ein Problem mit der Remastered Edition. Inzwischen konnte ich so weit eingrenzen anhand weiterer führender Recherchen, dass das Ganze mit der Benutzung eines Gamepads zusammenhängt. Diese Probleme, dass die Map immer so eine kurze Verzögerung hat. Ich simuliere das hier mal. Zack, na genau, das ist immer so 2 bis 5 Sekunden braucht, bis er die Map nach Tastendruck dann aufmacht und derweil freest. Das verschwindet wohl, wenn man kein Gamepad benutzt und kein Gamepad angeschlossen hat. Ich sehe es aber überhaupt nicht ein. Hier auf der Couch dann noch irgendwie mit der Funkmaus und Funktastatur durch die Gegend zu gurken. Das wird so nicht passieren. Deswegen beißen wir einfach die Zähne zusammen. Ich sehe zu, dass ich das, was beim letzten Mal dann verloren gegangen ist, möglichst schnell jetzt wieder reinhole. Beginnen wir mal mit dem lustigen Splicer-Event hier. Ja, hauen wir mal an. Zum Glück war es nur ungefähr eine halbe Stunde Aufnahmematerial, was verlustig gegangen ist. Aber wie gesagt, nur eine halbe Stunde Material, was verlustig gegangen ist. Und ein Großteil davon, das heißt ein Großteil, aber ungefähr so 20% davon waren auch irgendwie Recherche oder ich stehe dumm in der Gegend rum. Oder, nee, zusammen mit der Suche nach dem letzten fehlenden Audio-Diary wird es nahe 50% gewesen sein. Das ist also nicht ganz so schlimm. Jetzt weiß ich ja, wo was abgeht. Ich denke mal, ich bin jetzt an der Stelle einfach mal schlau. Barbarakadier mich hier in der Bude und erschießt alles, was mir zu nahe kommt. Okay, scheint so zu sein, dass es gar nicht Zeit ist, die runterticken muss, sondern man muss ausreichend Leute genietet haben. Na gut, das können wir auch machen. Gesundheit. Ja, genau, guck mal hier, wir müssen einfach alle abräumen. As long as there's still splicers, it won't finish. Oh, guck mal hier. Elektrik-Gel. Haben sie hier durchgenagt. You know what? Screw you. Bees! Brave kleine Bienen. Nein! Dumme kleine Bienen. Warum du tust? Ach komm, dein Taucheranzug ist wirklich dick genug. Hör auf. Tu nicht so, als würde dir das wehtun. Hey, Dude.
Haben wir es jetzt, oder? Ist jetzt natürlich die Frage hier. Habe ich jetzt in dem ganzen Kampfeslärme gar nicht mitbekommen, dass wir schon abgehen können? Wäre denkbar? Ja, Tatsache. Guck mal an. Okay. Okay, dann haben wir das auch wieder hinter uns. Dann gibt es jetzt nur noch zwei schnelle Sachen zu machen. Und zwar einerseits das Audio Diary finden. Wir sind jetzt wieder bei dem Stand wieder 4 und 2. 1 hatten wir ja noch Last Minute gesehen. Das hat uns dann in Bathysphere Metro erwartet. Wow. Like I said, Lloyd, baby, I know. It's gonna blow you derbe up. Oh, 499. Ich muss Geld ausgeben, lasst mich. Irgendwie einen fröhlichen Verkaufsclown, was vielleicht noch ein paar Electric Bucks zur Verfügung stellt. Naja, fehlen eigentlich auch nur 4, ne? Auf jeden Fall müssen wir erstmal wieder zurück in die Tea Garden. Ich denke mal, das machen wir per Jump. Schau mal an. Wir sind hier wieder in diesem Eingangsfriedhofsbereich. Ich bin immer noch nicht sicher, ob das einfach nur sehr mobile Deko ist. Sieht aber eigentlich nicht so aus. Ey, man kann sogar die Schrift da drauf lesen. Wahnsinn, warum haben wir das bisher noch nicht getan? Naja, wenigstens hat's ein bisschen was Gutes gehabt. Faith, geliebte Tochter von Jennifer und Horace Farthingworth, welche am 14. April 1942 im Alter von 17 Jahren starb. Ebenfalls hier begraben John Maynard Keynes. Okay. Geliebter Sohn von Adam und Ada Smith. Okay, sie haben John Maynard Keynes hier begraben, ihr Schweine. Faith. Jennifer Horace Farthingworth. Wir müssen gleich mal gucken, ob das ebenfalls irgendwie so ein kleines Späßekin ist. Okay. Zurück zum Thema. Proximity Mines, hier ist wieder das ganze Smugglerzeug. Schmuggelito. Achso, nee, doch, hier waren wir auch schon gewesen. Ah, Sadness. Aber zumindest haben wir die Grabsteininschriften uns mal angeschaut. Ist doch auch nicht schlecht. Ist hier so auch Faith? Nee, hier steht nämlich nichts. Gut. The augmentation procedure is a success. The slugs alone could not provide enough atom for serious work. But combined with the host, now we have something. The slug is embedded in the lining of the host's stomach, and after the host feeds, we induce regurgitation. And then we have 20, 30 times yield of usable atom. The problem now is the shortage of hosts. Fontaine says, patience, Tannenbaum. Soon, the first home for little sisters will open, and that problem will be solved. Na, dann können wir uns jetzt wieder schön auf den Weg machen zur Metro. Die sollte eigentlich nicht so weit weg sein, wenn ich mich nicht irre. Zeigt es uns schon an. Da geht's lang. Arcadia Glance, Rapture Metro. Hier lang. Hä? Ach, du sollst brennen. Im reinigenden Feuer. Hi, Rosie. Das ist ein Leadheader. Ah, kein Wunder, dass es ein bisschen mehr aushält. Who the hell is that? Der Firestarter. I'm the Instigator. Mau. Ja, also wie gesagt, der leichte Frust von gestern ist jetzt auch schon wieder gegessen. Ich meine, sei mal ehrlich, streng genommen, weiß ich jetzt spätestens nach dem zweiten Absturz, wusste ich eigentlich schon, worauf ich mich einlasse, wenn ich nicht auf das Original wechsle. Bin jetzt aber bockig und sage, ey, ich lasse mich nicht brechen. Mein Wille bleibt unbesiegt. Einfach noch häufiger speichern und im Falle eines Falles halt mal die Zähne zusammenbeißen und ein bisschen was nachspielen. Ist halt... Ich bin hier echt nicht angetreten, um quasi live on tape zu zeigen, wie dumm das Remaster ist. Auch wenn die Empirie mir einfach gezeigt hat, dass ich Remasters gegenüber immer ein bisschen skeptisch eingestellt sein sollte. Dass es so frappierend werden würde, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber... Naja, ist dann halt so. Wen man eigentlich auch fragt, wenn man sich so im Internet vorne etc. umguckt. Why are you so resistant to the traditional methods of separating a man from his soul? Ach ja, der wieder. You're not CIA, are you?
I just need time to find the proper poison. Ja, viel Glück dabei. Wo man im Internet halt auch rumliest, die Threads sind halt voll mit, ja, Bioshock Remasters Garbage, Finger weg, zumindest für PC, macht das nicht. Das ist halt auch so ein Faktor, ne? Die Probleme, dass zwar Full Gamepad bzw. Controller Support angekündigt ist, ja, du kannst das alles schön mit dem Gamepad spielen. Und dann kommt aber sowas bei raus. Und ich meine, die Bioshock Collection ist jetzt seit über 2 Jahren draußen. 2016 wurde die, glaube ich, released. Wenn jemand gewollt hätte, hätte man das vermutlich dann an der Stelle schon mal klären können, dieses Problem, weil es tatsächlich kein Randgruppenphänomen. Gut, haben sie dann halt an der Stelle nicht gemacht. Und auf der anderen Seite tue ich mich dann aber auch schwer damit, dass wir dann vielerlei Leute halt auch machen. Gleich, ja, hier, Betrug und halt irgendwie auf die Entwickler schimpfen. Klar, am Ende des Tages funktioniert es halt nicht so, wie es sein soll. Also die Verbesserungen, die grafischen, dies gegenüber zumindest einer vernünftig gemoddeten PC-Version des Originals hat, sind eher gering. An vielen Stellen sieht es sogar ein ganzes Stückchen schlechter aus. Es ist instabil und buggy wie Hölle und das mit dem Gamepad, naja, das haben wir jetzt auch schon thematisiert und live erfahren. Man weiß aber am Ende des Tages nicht, woran lag's. Das ist immer so das, was ich zu bedenken gebe, bevor man dann instantan, ja, die Entwickler waren einfach blöd. Ja, die wahrscheinlichste Variante in so einen Fällen ist natürlich immer, dass gerade nach Schließung von Irrational Games durch Ken Levine, seinem Background, dass sich dann 2K wo gedacht hat, naja, machen wir noch mal ein bisschen Cash, hauen wir das nochmal alles raus. Und dafür aber nicht bereit war, nochmal richtig Großgeld in die Hand zu nehmen. Dann ist man muss halt als Entwickler oder auch als derjenige, der es portiert, nicht doof oder unfähig sein, damit im Endeffekt so ein halbgares Produkt rauskommt. Weil am Ende gilt halt, wenn das Geld alle ist, ist das Geld alle. Und man muss halt nehmen, was da ist. Und man steckt halt nicht drin, was beim Entwicklungsprozess da vielleicht schiefgelaufen ist. Ich erinnere da immer mal ganz gerne an das alte Silent Hill Remake, Remaster, wie auch immer, wo man dann, also Silent Hill 2 und Silent Hill 3 nochmal ausrollen durfte für, ich glaube, es war sogar die PS3, die auch wirklich unterirdisch war und nicht gut funktioniert hatte und die Nebeleffekte haben nicht hingehauen und dann war es so, dass James Sunderland aus Silent Hill 2 immer, wenn er ja außer Puste war, wenn man zu lange gerannt ist, dann hat er plötzlich angefangen, die metallischen Schabgeräusche von Pyramid Heads Riesenmesser, was auch über den Boden zieht, von sich zu geben, was sehr, sehr weird war. Und da war dann aber am Ende des Tages auch das Problem. Gut, halt natürlich nicht viele Ressourcen, deshalb macht man ja Remaster, ne, dass man nochmal ein Spiel zum Vollpreis oder halt zu kleineren Konditionen für den Publisher oder den Geldgeber nochmal raushauen kann, da nochmal ein bisschen Geld mit einnehmen kann, weil man Spielern ermöglicht halt, die alten Schinken nochmal auf etwas neueren Konsolen, Plattformen zu spielen. Und bei Silent Hill 2 beispielsweise war ganz simpel das Problem, dass einfach schlichtweg seitens Konami die originalen Master-Tapes quasi mit dem Code für Silent Hill 2 nicht mehr existiert haben, konnten nicht mehr aufgefunden werden, sind halt verlustig gegangen, was echt bizarr ist, wenn man es sich so überlegt. Aber es kann natürlich passieren, dieser ganze Mastercode mit allem drum und dran, der muss halt irgendwo gespeichert werden. Und wenn ja die Tapes oder was auch immer, die Platten, da halt verlustig gehen, dann hast du ein Problem. Stammt ja auch noch ein bisschen aus einer etwas anderen Zeit, Silent Hill 2, ne? Und alles, was dann die Leute, die das Remaster dann gemacht hatten, was die zur Verfügung gehabt hatten, war halt irgendwie Beta-Tape, wo aber ein Teil der Audioeffekte fehlte, die sie dann irgendwie versuchen mussten nachzustellen und Papieren hin und her. Dann hatten sie zugegebenermaßen auch nicht sonderlich viel Erfahrung. Das sind dann immer so mehrere Gründe, ne? Naja, wir beißen uns durch. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es mit Bioshock 2 vielleicht besser wird. Sollte das dann nicht so sein, halte ich mir da dann zumindest noch die Option offen, dann nochmal aufs Original zu gehen. Weil das ging auch gut. So, The Great Chain. Machen wir mal weiter hier. Endlich. I believe in no God. No invisible man in the sky. But there is something more powerful than each of us. A combination of our efforts. A great chain of industry that unites us. But it is only when we struggle in our own interest that the chain pulls society in the right direction. The chain is too powerful and too mysterious for any government to guide. Any man who tells you different either has his hand in your pocket or a pistol to your neck. Yeah. Also was wir uns vielleicht anhand dessen, was wir in Neptune's Bounty schon mitbekommen haben, hätten denken können, Ryan ist kein großer Freund, vorgeblich, von religiösen Inhalten. Er sagt halt, naja, er glaubt nicht an irgendeinen unsichtbaren Mann dort oben im Himmel. Religion, das ist nichts für ihn. Allerdings glaubt er schon an eine übernatürliche, fast mysteriöse Macht. Und das ist halt genau die große Kette der Industrie, die aber zu unvorhersagbar und zu mächtig ist, als dass man sie irgendeiner Regierung in die Hand drücken sollte. Deshalb muss sie quasi die gesamte Gesellschaft halten, damit sie nicht ausbüchst und in Richtung ausschlägt, wo es nicht gut ist. Und sagt dann noch, also jeder, der einem was anderes erzählt, der hat entweder bereits seine Hand in deiner Tasche, um dir das Geld zu zocken, oder hat eine Pistole an deinem Nacken.
So, ich speichere jetzt mal. Startbutton, lustigerweise, ist halt kein Problem, ne? Das ist irgendwie so ein bisschen weird. Wir haben ja auch das Glück, dass es scheinbar, also so war es bisher immer, ja erst nach einer gewissen Spielzeit so weit kommt. Ob da vielleicht irgendwie was mit, dass da irgendein RAM überläuft oder irgendein Speicher voll geht oder was weiß ich was. Wissen wir halt nicht. Gibt halt andere Spieler und das ist das Problem, dieses ich öffne das Map-Problem. Das ist ein relativ vielschichtiges. Kann auch gut und gerne passieren, dass einem das Spiel jedes Mal um die Ohren fliegt, sobald man es wagt, die Map aufzumachen. So, Gift. Okay. Das ist ein Geschenk, was offensichtlich nicht mehr so angekommen ist. Die Jukebox. Hallöchen! Lass uns einen Kaffee ziehen. Alter Teer Kaffee. Ich weiß nicht, ob das jetzt so löblich ist, wenn Kaffee schmeckt wie alter Teer, aber gut. Dann lassen wir es mal laufen. Bathysphere. Come on, lass uns zur Metro Station gehen. Das haben wir uns verdient. Fort Frolic. Ich hatte es in irgendeinem Teil, glaube ich, schon mal kurz angeschnitten. Frolic ist ja im Englischen so ein bisschen bildungssprachlich oder vielleicht auch altertümlich. Ja, herumtollen, herumalbern, aber auch Spaß haben. Das ist das Spaß vor. Mal gucken, wie viel Spaß wir da haben werden. Es ist auch sehr dunkel und da wird es hell. Sehr schön. Ja, wir sind fast da. Ryan's handed the keys to Fort Frolic over to a guy named Sander Cohen. Cohen's an artist, says some. He's a Section 8, says I. I've seen all kinds of cutthroats, freaks, and hard cases in my life. Cohen, he's a real lunatic. Guy's a wolf psychopath. Okay. Oh, wir können ein Spiel spielen. Können wir was gewinnen? I would like to win some. Okay. Das ging spontan. Oh no. Da sind wir noch mit 15 Reingewinn hier rausgekommen. Ja, also hier schon die Slot Machines, ne? Also offensichtlich ist Fort Frolic tatsächlich so das, was, wo ich erst überlegt hatte, ob es eventuell Arcadia sein könnte. Der Ort, wo man auch mal was zocken kann. Das Unterhaltungsviertel quasi. Na, wieder mal zum Warmwerden hier. Komm, hauen wir mal eine Runde Pipe Dream. Flup. Sehr schön. Ich muss Geld loswerden, Leute. Hm. Hephaistus. Oh, ein Seestern. Flup. Glipscht er da an der Scheibe lang. Was geht hier? Apothecary. Ah. So, Apotheke. Ja, Atlas hat uns also gesagt, die Bathysphere, mit der wir dann zu Andrew Ryan kommen, um ihm mal persönlich Bescheid zu stoßen, was wir hier von seinen Aktionen halten, die befindet sich ein Stückchen weiter vorne. Den Schlüssel dazu hat Andrew Ryan allerdings diesem Typen namens Xander Cohen gegeben. Manch einer nennt ihn einen Künstler. Atlas hingegen nennt ihn eher Section 8. Also ich schätze mal, das wird sowas bedeuten wie ein Fall für die Klapse. Und sagt er, naja, er hat im Laufe seines Lebens schon einige Halsabschneider und durchgeknallte Spinner getroffen. Aber noch nie so einen wahrhaftigen Irren wie Xander Cohen. Da er, also da Atlas offensichtlich auch mit Olle Steinmann vertraut war, können wir uns jetzt schon ausfreuen. Heavy Metal gegen das System! Juhu! Schöne Grüße von Parasiten. Fleet. Das ist lustig. Damit hatte ich jetzt nicht direkt gerechnet. Ich stehe aber dazu. Fire him up. Brennt den ganzen Scheißladen nieder. One shot, baby. Nein. Na, no, viel Zartnis. Dafür erforsche ich euch jetzt. Was habt ihr davon? Zoom. Und noch einer B-Chain. Hacking Security Bots ist automatisch erfolgreich. Krasse Meile. Können wir uns ganz viele kleine Egons ohne Pipe Dream organisieren. Das ist doch nice. Ist doch super.
Du hingegen musst noch sterben. Action Shot, gib ihm mir. Come on. Ach, Manu. Na, hier liegen genug Medipacks rum, dann können wir also auch mal. Bam. Your soul is mine. Das ist geil. Guck mal, können wir direkt. Rödelt halt direkt los. Wir haben ihn zur Verfügung. Das ist doch nett. Das ist super hier. Tja, das kannst du auch nur für Medikits, naja, gut. Ist dann halt erstmal so. Hephaistos. Klingt griechisch. Klingt göttlich. Mama, das Bambo. Muck ist ja schon wieder aus. Du bist eine Enttäuschung, Jukebox. That's better. Atlas Ryan. Atlas Ryan. Da 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 da. Time-wise, you could get something decent on the radio. The artist has a duty to seduce the ear and delight the spirit. So say goodbye to those two blowhards and hello to an evening with Sander Cohen. Ah, okay. Haben sie sich aber sehr viel Mühe gegeben, da mit der hochfahrenden Hasenmaske. Täubling, was machst du? Ich suche neue Feinde im Sandkasten, Mama, und habe Sander Cohen gefunden. No, I haven't seen a sign of real life down here in months. Let's see if you're just another Johnny come lately. Or maybe something more. Was Leckeres. Spoilersbläuser, die haben wir noch nicht fertig. Machen wir. Guck mal. Richtig fett punkten. Wir haben ganz viele Multiple Subjects. Spoilersbläuser. Können wir nochmal ein B abziehen. Und extra Nutrition 3. Ja, nein. Da können wir hier researchen ohne Ende. Hol alles aus euch raus. Gebt mir eure Schokoladenseite. Zucker, Leute, Zucker. Ja, jetzt ist aber auch gut, ne? Das sehe ich auch so. Ja, albern sonst. Toll gemacht. Wo habe ich studiert? Bist du auch ein Spider-Spleuser? Du bist ein Spider-Spleuser, nicht? Jawohl. Oh, das war ein bisschen fix. Ach, scheiße. Den anderen hatte ich. Nein! Verdammt! Electric Bugs. For use on Big Daddies only. Wir haben die Spider-Splicer ja schon ausreichend erforscht, um hier ihre Organe als Medikits benutzen zu müssen, auch wenn das ein bisschen makaber klingt. Hashtag ist aber so. Und damit sind die Spider-Splicers jetzt auch durch und wir können sie einfach züchtigen wie jeden anderen auch. Oh, I can smell the malt vinegar in this one. I've waited so long for something tasty to come to this little burg, but all that pass are yokels and rubes. Where are my manners? Come in! Come in! Sander Cohen awaits you at the Fleet Hall. Sander Cohen freut sich offensichtlich, dass er jemanden hat zum Spielen. Hat er gerade eben schon gesagt, ne, seit Monaten hat er niemanden wirklich Lebendiges mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob er jetzt der Meinung ist, dass die Spider-Splicer und das ganze andere Gezücht hier, die irgendwie Zombies wären oder was.
Nichtsdestoweniger. Aber ich würde es hier schon gern alles weg haben. Okay, you know what? Schwere Gerät raus hier. Zack. Flump. Mal schön die Dose da ran. Oh, mal gucken hier. Jep, das ist schon mal gut. Ach, fällt mir ein. Können wir doch eigentlich noch. So ging das da auch, oder? Nee, so jetzt. Nope. Huh. Hatte ich mir irgendwie effektiver vorgestellt, aber gut, weg ist weg. Naja, Sander Cone freut sich jetzt ganz doll, dass wir da sind, die Mikael und so. Und erwartet uns jetzt in der Flottenhalle. Schauen wir. Das Atrium. Go fuck you. Können wir eigentlich noch mal ein bisschen hier, genau, MG-Mumpe. Pistolenmuni. Ja. Das ist okay, denke ich. Ist das die Flottenhalle? Auf, ja, okay. Welcome to Fort Frolic. Ich werde das Gefühl nicht los, ich habe irgendwie einen Spot an mir. No need to thank me for jamming the transmissions of those boors, Atlas and Ryan. Let them have their squabble. The artist, yes. The artist knows there is richer earth to till. For example, I test you, little moth, but for a reason. I test all my disciples. Some shine like galaxies, and some burn like a moth at the flame. Come now into my home. Yep. Diese Banane ist ein a little bit split, wenn ich das mal so sagen darf. Dieser Spot nervt mich. Ja. Also er hat offensichtlich unsere Radioverbindung sowohl zu Atlas als auch zu Ryan unterbrochen, damit wir beide ganz in Ruhe unter uns sind. Und jetzt will er uns testen. Dachte ich mir. Das dauert ja schon wieder sehr lange. Und jetzt, so, warte mal. Hier können wir ja erstmal ohne ihn hingehen. Wer wäre ich denn, dass ich jetzt hier spontan nach seiner Pfeife tanze? Ain't gonna happen, bitch. Strong independent woman. Nein, danke schön. Denn vorher. Ich vergesse es immer wieder. Nun können wir es hacken. Und er und ab dafür. Ah, you know what? Nee, abgelehnt. Schwer haben wir gerade keine Lust drauf. Incendiary Bolt. Crossbow. Okay. Spoilers, lieber Clown. Sieht also aus, als würden wir nochmal eine Armbrust kriegen hier. Mehr Waffen sind bessere Waffen. Okay. Hier geht's auch wieder ins Atrium hinein. Wir gucken aber erstmal weiter. Okay, ist auch alles regulär. Dann gucken wir mal hier nach oben. Poseidon. Poseidon Plaza. To the garden we are growing. Oh, hier haben sie wieder Health Upgrades. Mm. Ja, wir haben gerade noch nicht genug.
Adam, um hier irgendeinen Quatsch zu machen. Deshalb chillen wir mal. Ja, da wollen wir ja nicht hin. Da wollen wir auch nicht hin. Bleibt aber vermutlich gar nicht mal so sonderlich viel mehr. Können hier noch einmal linker Hand weitergehen. Von der Treppe aus. Come bite the apple. Eve's Garden. Der Garten Eva. Oh. Was ist hier los? Cohen's Collection. Feine Künste. Kaffee ziehen. Zigarette. Okay. So far I'm not impressed. Kleiner Music-Sting. Das sieht nicht so nett aus. Täubling. Tatsächlich ein Täubling. Oha. Die Zweifler. Echt jetzt? Wer war das? Ich komme hier nicht hoch wegen der... Ich brauche das perfekte Bild. Ich bin auch ein Künstler mit der Kamera. Damit ich lerne. A, C, E. Yay. Wir können automatisch... Das ist Blödsinn. Heck, meins. Och, ist das cool. Mir wird ja langsam. Saves. Safe, safe, safe. Wollen wir uns gleich mal angucken. Nobody allowed backstage prior to showtime, little moth. Fidgety, fidgety, fidgety. Niemand hat Zutritt in den Backstage-Bereich, bevor es Showtime ist. Kleine Motte. Okay, cool. Arsch. Ich finde das überhaupt die größte Beleidigung von allen, dass ich hier als Motte bezeichnet werde. Die widerlichen Viecher. Ich denke, er geht eher so Richtung, wie eine Motte. Richtung Licht strebt. Richtung Kerze. Und sich möglicherweise daran verbrennt. Interessiert mich aber nicht. Trotzdem ärgerlich. Ja, ich hatte schon wieder mit leichten technischen Problemen zu kämpfen. Allerdings waren die technischen Probleme diesmal eher biologischer Natur. Genauer gesagt, fiel mir dann irgendwann auf, heute war ja wieder ein Arbeitstag, es ist Freitag und irgendwann fiel mir dann so auf, hey, solltest du vielleicht nochmal was essen, als mir vorhin tatsächlich etwas drieselig wurde. Und ich mir dachte, das ist aber lustig, warum das denn jetzt? Dann mal in der Rückschau, autobiografisch, die letzten paar Stunden bei mir abgeackert und festgestellt, ja, das ist ein bisschen arg lang her, seit ich mir irgendwas mal zwischen die Kiemen gehauen habe. Dementsprechend sind wir jetzt wieder da. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass bevor ich hier die Aufnahmesession unterbrochen hatte, ich abgespeichert hatte. Hatte ich aber gar nicht. Also haben wir hier diesen kleinen Teil jetzt nochmal neu. Viel ist allerdings nicht verloren gegangen, denn als wir das letzte Mal aufgehört hatten, sind wir hier gerade rein. Kaffee, Zigaretten, trotzdem moins. Hier drei fröhliche Gestalten. The Doubters, haben wir uns noch nicht angehört. Ziehen wir uns jetzt rein. Beziehungsweise, nee, noch nicht. Sollen wir nämlich erst machen. Ist, zack. Erstmal das Türmchen oben abklären. Anschließend wird wieder fleißig fotografiert. Ja, so muss laufen. Guck mal. Ja, Wolski. Drei lecker Dollar. Guru, guru. Rapture is going to hell. And why? Because of them. Always behind the scenes. At the Lyceum. At the galleries in Soho. Even down here in this so-called utopia. The Doubters. But Ryan understands. We're simpatico. Yes, there's blood in the streets. Yes, people sometimes disappear. And those awful little girls. Well, I suppose the Doubters think you can paint a picture without soiling your smock. Ooh.
Die Zweifler, Xander Cohen, ne? Ja, er sagt halt, Rapture geht vor die Hunde. Und warum? Es ist wegen denen, wegen den Zweiflern. Das war im Lyceum schon so, das war in Soho schon so. Und selbst hier in diesem Utopia. Aber Ryan, der versteht das. Ja, natürlich rinnt das Blut den Bordstein entlang. Natürlich diese grusigen kleinen Mädchen. Aber die Zweifler, die glauben wohl, man könnte ein Bild malen, ein Kunstwerk schaffen, ohne sich dabei ein bisschen nicht den Kittel schmutzig zu machen. Also ebenso moralbefreit wie der ganze Rest der Bande hier, unser Xander Cohen. Naja, war ja jetzt auch nicht unbedingt was anderes zu erwarten. Safe, I want to outer hack. Kenn ich nix. Au, 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 was geht ab, was geht ab, was geht ab? Ach, ich hab euch ja schon fertig. Es tut mir leid. Wo schießt du hin? Was geschieht? Udini-Splicer, her mit dem Zeug. Ich hack euch hier trotzdem alles weg. Ist völlig egal. Warum brennt es hier eigentlich so derbe? Mein kleiner Turm. Armor Piercing Rounds, First Aid Kit. Ja, okay. Können wir mal bringen. Oh, der ist leicht zu hacken. Den machen wir mal per Hand. No. Fuck it! Au. So, das Thema ist leicht zu hacken. Ein bisschen voreilig hier. Flanschen den noch ran und haben ihn gehackt. 30 Machine Gun Rounds, 6 Film, ein Hypo. Sehr schön. Okay. Achso, ich dachte, den Hypo können wir auch schon aufnehmen. Können wir aber gar nicht. Ändern wir gleich. So, sehr gut. Schon gruselig, ich weiß nicht, was soll das sein? Hier Wachs oder was? Eingewachst. Gestörte Kanaille. So. Jetzt haben wir hier Cohen's Collection. Der feinen Künste. Fleet Hall. Nope. Will ich nicht. Kommen wir hier rein. Hier ist closed. Hier ist auch closed. Still closed. Okay, dann machen wir mal einen Jan. Ach, tu doch nicht so. Das hat mir gar nicht weh getan. Sehen wir doch am Lebensbalken hier. Wo ist denn jetzt? Wo war denn nur gleich? Was ich eigentlich suche, ist der Eingang, wo wir ursprünglich reingekommen sind. Verfolgen wir unsere Schritte mal nochmal nach. Hi. Shit, stimmt. Das haben wir ja auch noch nicht freigeräumt. Okay, alles klar. Kein Ding. Machen wir. Foto. Nein. Erst knipsen. Sehr schön. Schön zentral drin, wie wir es haben wollen. Flump. Was? Scortolo kann doch gar nicht sein. Wollt doch meinen hier. Guck mal. Schade. Wenn wir ein Autohack rausschmeißen, holen wir uns gleich wieder zurück. Weil wegen Geld. Ne? Who cares? Flupp. Ausgezeichnet. Nein. Ja. Hier waren wir aber noch nicht drin, wa? Möchte ich jetzt mal ganz frech meinen. Na gut. Sag mal, wo kamen wir denn ursprünglich her? Bevor wir diese Frage beantworten, speichern wir wieder. Das ist schlimm, wie paranoid man dann wird. Also.
Wir kamen ursprünglich von der Oven. Also jetzt quasi rechte Hand. Holen wir die Pumpe. Ich wüsste, Medical Expert 2, die hätte ich schon gern. Das wäre toll. Okay, was haben wir hier? Okay, Crazy Freaks. Napalm, kein guter Tausch. Das Hacktool nehmen wir aber mit, jawohl. Doggisch Spleuser. Wo sind wir hier? Come to the record store. You won't lock us in, old man? Oh, that's fine with cops. I used to love you. I used to think you're a musical genius. You know why? Because you paid my rent, you ancient hack. Come on to the record store. I'll show you what I figure. Plinkety plink plink. Oh, wird wahrscheinlich an Sander Cohen adressiert sein, das kleine Liebesbriefchen. Gesagt, ne? Willst du uns also einschließen? Dann komm mal zu meinem Plattenladen und zeig ich dir, was ich von deinem Plinkety-Plinkety-Plink halte. Weißt du, warum ich dich mal für ein musikalisches Genie gehalten habe? Weil du meine Rechnungen bezahlt hast, du alter... Oh, 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 I see. Würde mich mal interessieren. Nope. Das sieht mir so dermaßen nach einer... Ah, es blutet. Uncool. Offensichtlich eine Toilette. Ja, ein bisschen paranoid. Okay, hier haben sie sich wenigstens die Jumpscares vorerst erspart. Das ist nett. Man muss nicht jeden mitnehmen, ne? Ah, hi. Ich muss laufen. Da geht noch mehr. Nochmal ein A? Oh, schade. Ah, da können wir sogar noch Vierer rausgepresst. Ist doch auch schön. Hacken wir uns gleich mal zusammen hier. Zigaretten und ein bisschen Flüssigstickstoff, den wir nicht brauchen. Weil, wofür auch? Nochmal im Aschenbecher rumkramen. Vielleicht finde ich ja noch einen Hänger. Da sind bestimmt noch zwei, drei Züge dran. Okay, Klos sind gesichert, würde ich sagen. Männchen, Weibchen und dann geht's jetzt dann hier weiter. Sander Cohen, warum überhaupt fragen? Ah, das ist er wohl. Der Maestro persönlich. Du bist tot und leer, du bist tot und leer. Das Beste an Likören, Wein und Bier. Sophia Salon Sale. I see you. Autohack, dankeschön. Und ein Steady Merlot, der sich hier direkt in unsere Speiseröhre reinschleicht. Ninja Wein. Clip. Ja, Film. Alright. Nehmen wir mit.
warum auch immer da ein Medikit in der Auslage liegt. Hä? Wer schlägt? Wie, kein Geld drin. Dieser Laden wirtschaftet nicht effizient, will ich meinen. Was geht hier? Törtchen. $3. Noch ein Törtchen. Das wilde Häschen. Es gibt nur ein wildes Häschen. Magnus Ephraima. The Wild Bunny by Sander Cohen. I want to take the ears off, but I can't. I hop, and when I hop, I never get off the ground. It's my curse, my eternal curse. I want to take the ears off, but I can't. It's my curse. It's my fucking curse. I want to take the ears off. Please, take them off. Please. Okay. Scheint aber nur ein dramatisches Stück von Sander Cohen zu sein. Vom Hoppelhäschen, das die Ohren nicht abnehmen kann. Ich möchte mal wissen, was dieses Wachsgelump hier ist. Also, sieht mir halt aus wie Wachs. Au. Au. Upp. Ich muss zurück. Sag mal, haben wir jetzt irgendein Dings hier vergessen? Record Store, The Doubters, Wild Bunny? Nö, sieht gut aus. Da geht's wieder zum Atrium. Achso, ja, gut, da kommen wir her. Kinder, Kinder, Kinder. Da ist die Kamera. Ich sehe nichts. Puh. Padam. Man findet doppelt so viel Film auf zerstörten Sicherheitskameras oder an zerstörten Sicherheitskameras. Das ist doch auch nett. Ah, ich kann quasi Sicherheitskameras farmen für Film. Oh, gut zu wissen. Immer so ein letztes kleines Foto da rausgequetscht. Na, noch was. Sehr schön. Ach du Herr, ja, guck mal an. Elektrisches Gel für den Chemikalienwerfer. Ah, dafür ist das Zeug gut. Kann man auch benutzen, um Maschinen auszuschalten. Das ist nett. Ach. Guck mal, jetzt können wir unsere Gin-Tonics zusammenknüppeln. Ist ja nicht verkehrt. Na gut. Aber jetzt erstmal nicht so wirklich was, wo ich sagen würde, da bin ich jetzt ganz dolle scharf drauf. Nichts, was ich jetzt ganz dringend brauche. Ah, ist okay. So. Nehmen wir den Bude auseinander hier. Einmal nachladen. Dankeschön. Machen Bock. Was? Ich dachte ich. Also war ich nicht. Mein Fehler. Hatten wir die ganze Sache nicht schon mal so weit, dass ich die automatisch hacken konnte? Dachte ich irgendwie. Ach nee, es waren Turrets. Turrets und kleine Egons. Die kann ich automatisch hacken. Naja, auch Kameras werden kommen. Bastardo. Ja. Aber schon lange keinen Flash mehr gehabt. Ich finde, das können wir mal bringen. So, wen haben wir jetzt hier? Cohen und Anna betteln sich hart. Nope. Du bist nicht mehr interessant und folglich musst du brennen.
Bye. Au, au, au. The fuck? Ja nun. Na, warte mal, eigentlich müsste es ja hier mit. Ja, okay, bis er nachgeladen hat. Sind wir hier auch schon fertig? Was haben wir hier Schönes drin für uns? 19 Dollar, ein E-Fiber und 4 Filme. Boah, okay. Kann man mal machen. Gut. Warte mal, jetzt muss ich noch mal gucken, hat er einen Namen genannt? I worked the meatball beat in Little Italy, and even I'm shocked at the cold blood that oozes out of these artistic types. This broad Culpepper and that fruit job Cohen are in some kind of feud. And Cohen's looking for my security detail to pick sides. The next thing I know, I'm called into Ryan's office to talk about the whole mess. Goddamn nutjob artists. Ja, Sullivan, von dem haben wir auch eine Weile nichts mehr gehört. Ist der Sicherheitschef? Offensichtlich hat Cohen mit diesem oder dieser, ich glaube Broad ist irgendwie Lady, der Mäuschen. Gab's da irgendwie so ein bisschen Beef und Cohen wollte, dass Sullivan und seine Sicherheitsleute da in diesem Beef Stellung beziehen. Für ihn natürlich. Dankeschön. Ja, haben wir noch genug? Haben wir alles noch genug? Ist okay. Die Teleport brauchen wir nicht. Okay. Wir haben es erstmal eingehackt hier. Le Marquis de Poc. Likör und Tabak. Ah, hier gibt es jetzt also den Booze. Ah, hi. Lass das. Wir schätzen dies nicht. One. Two. Ja, los, komm, einen kriegen wir noch, oder? Komm schon, komm schon. Sag ich doch. Ah, schade, ich dachte, wir kriegen es noch voll damit. Meins. Whisky. Wodka. Bist du da oben? Auch alles Old Tom. Schön Zigarren auf dem Boden. So ein Unsinn. Wer macht denn sowas? 11 Dollar in die Tasche. Hm. Irgendwas muss hier ja nur sein, wie weit sinnvoll ist. Lustige Indianerstatue. You invent. That's correct. Frupp. Bleibt dabei, aber die Hacktools. Hey, wir brauchen neue Gummischläuche. I want them rubber hose. Und das war's jetzt aber hier schon, oder was? Nee. Power to the people, jawohl. Ich bin Jack, der Flugzeugüberlebende. Und das hier ist ab sofort absolut mein liebster Shop in ganz Rapture. So, was können wir machen? Pistolen-Damage erhöhen. Wäre doch schon mal ganz nice. Shotgun Rate of Fire wäre natürlich auch eine Option. Granatlauncher-Schaden erhöhen. Selbst. Naja, ich nehme mal Pistolen. Ja, ich nehme die Shotgun. Ich will eine dickere Shotgun. Genau, jetzt habe ich nämlich dieses coole Zahnrad da. Das ist doch auch. Das ist doch schon was, oder? Und noch ein Hacktool. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Fancy. What? Some hired Betty tried to sell me on those fancy Oxford Club ciggies. No thanks. I told her I'm a nickel time man. Always will be. Why? Well, they smoke good and don't cost half a damn. Who cares if the things are made out of seashells and fish eggs? Okay. Zigaretten, die aus Muscheln bestehen. Und der ist ein Nico-Time-Man. Weiß ich jetzt noch nicht ganz, was uns das sagen soll, aber ist okay. You even smell like a woman. Du riechst sogar wie ein Mädchen.
Come on! I just wanna talk! Ja, oder halt ich mit meiner Schrotflinte. Mm. It's got the kickback that killers crave. So, das war doch mal erfolgreich hier. Ich sag mal, die Schussgeschwindigkeit unserer Schröt ist jetzt nicht unbedingt das allergrößte Problem, was ich gehabt hätte, aber dadurch, dass es quasi unsere Hauptwaffe ist, die wollte ich schon noch mal komplett voll haben. Sag mal, wo ist denn hier das nächste Schild? Ich habe nämlich derbe Lust, hier mal die Glasscheibe einzutreten. Ach, das ist ja direkt rechts. Hier. Na, dann. Was soll denn der Geiz? Heute ist Selbstbedienung. Immer ran mit dem 5-Finger-Tarif hier. Was kostet sich? $20. Ach, I don't care. Mach mal. Still dead. Was hast du denn da? Nitrospreußer? Ja! Jesus, ich hatte ja seit Ewigkeit nicht mehr. Komm. Mach mal hier ein bisschen Fotogen und so. Was immer diese Flucherei soll, ich bin unsicher, Leute. Boom. Jede Menge Dollars. Und hat eine Kiste fallen lassen. Die haben normalerweise immer ihre Kiste. Da, wo die Granaten drin wohnen. Da. Ah, nichts. Okay, also. Haben wir noch irgendwelche Soundfiles aufgenommen, die wir uns noch nicht angeschaut hatten? Ne, Fancy Zigaretten, White Bunny, haben wir alles schon. Okay, super. Können wir nicht? Hey, du kommst jetzt mit. Wir sind jetzt Freunde. Neumo? Nope. Noch ein letztes Mal hier checken, ob irgendwo noch eine Glasscheibe ist, wo wir mal was aufknüppeln können. Ich glaube aber nicht. Wenn, dann wird sie sich schon melden, wenn es was Wichtiges ist. Genau, das war ja Sophia Loren oder wie auch immer sie hieß hier, der Modeladen. Ja, dann machen wir wohl mal einen Schritt auf den guten Sandacone zu, wa? Würde ich jetzt sagen. Oh, Fleet Hall. Poseidon Plaza geht's rechts weg. Mal gucken, was der gute Sender noch so für uns auf Lager hat hier. Ja, das finde ich los, dass er sich bestimmt gleich wieder melden wird. Ticket. Auch auf Russisch, scheinbar. Jasmine Jolene. Stimmt, das war Ryan's favorite gal. Lady. Oh, Elo. Ah, Fleet. Alles gut. I'm not even here. Schau mir ins Auge, Kleines. Damage Bonus plus 2. Krass, und es geht noch weiter. Bin ja angetan. Ich krieg meinen letzten Schnappschuss. Nee, hacken wir dich mal, wa? Moins. Lass mich durch, Egon. Okay. Weitläufig alles. Aufpassen, dass wir nicht irgendwo ganz blöde dran vorbeidönern. It's bulletproof. Okay. Dann halt eben nicht so. Ich hätte auch an sich nichts dagegen, mich mal wieder mit einem Big Daddy zu fetzen, irgendwie. Löse die ganzen. Ja! Musikalische Beleidigung. Was ist los?
Anna Culpepper's latest musical insult? Of all the worthy artists in Rapture, why you continue to devote column inches to this musical gremlin is beyond my imagination. Where she is not derivative, she's boring. Where she's not boring, she's obvious. Where she's not obvious, she's dangerous. She's derivative of shite, mate. Okay, also Anna Culpepper ist offiziell. Es geht natürlich um das Broad. Sander Coleman hat offensichtlich einen Leserbrief geschrieben an irgendjemanden. An einen Journalisten, so möchte man meinen. Und regt sich darüber auf, warum denn die betreffende Person, die er da anschreibt, immer noch irgendwelche Zeilen auf Anna Culpepper verschwendet. Au. Wenn sie nicht einfallslos ist, dann ist sie langweilig. Wenn sie nicht langweilig ist, dann ist sie offensichtlich berechenbar quasi. Und wenn sie nicht berechenbar ist, dann ist sie gefährlich. Dieser musikalische Gremlin. Das ist ja auch schön. Das scheint ihm am Herzen gelegen zu haben, da mal eine klare Ansage zu treffen. Frage ist, warum er sich so mit der Sängerin gefetzt hat. Oh, das ist er bestimmt. Glaubst du allen Ernstes, dass ich mich mit der Öffentlichkeit treffen würde, wenn ich mich auf einen Auftritt vorbereite? Es ist unglaublich. Aber ich hätte schon Bock. Warte mal. Telekinese, kann man da irgendwas ziehen? Dann später einmal. Also, er will noch seine Ruhe haben, will sich noch hübsch machen für den Auftritt. Das respektieren wir natürlich. Und gehen stattdessen... Hier kann man rein, ne? Gehen stattdessen... Irgendwo hin... Ja, aber hier ist halt abgeschlossen, ne? I'm not entirely sure. I don't know where I should go. Oh, 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 oh. Seriously, no. Ne, das ist Fleet Hall. Was soll ich tun? Gib mir einen Hinweis. Andrew Ryan präsentiert The Kickettes. Ja, ist lustig, so ein kleines Wort und sofort hat man irgendwie so eine Assoziation, ne? So Kankan, so irgendwie adrette junge Damen, die dann und so irgendwie damit Beinchen kicken. Ich würde gerne irgendwo... Kohn, du Schmutzbrust, jetzt sag was. Die Machine Gun Rounds bringen uns jetzt auch nicht weiter. Ich habe gerade echt... Also, kann auch sein, dass ich einfach schlichtweg zu blöde bin, das ist... Mehr als möglich will ich gar nicht ausschließen. Ich bin mir gerade jetzt halt nicht ganz sicher, was zu tun ist. Hätte ich die Kamera nicht hacken sollen oder wo ist jetzt das Problem hier? Na gut, dann werde ich das mal in Erfahrung bringen. Ich habe tatsächlich wieder Schiss, dass es jetzt wieder irgendein Bug ist. Aber es gibt bestimmt eine ganz normale Erklärung dafür. Guck mal, hier oben können wir doch auch noch lang. Hier gibt es bestimmt auch noch was Cooles. Nee, geht's nicht, weil das ist einfach nur der Außengang. Okay, ich werde es in Erfahrung bringen, definitiv. Freue mich schon auf den nächsten Part in Fort Frolic. Wir sehen, dass es jetzt wieder ein bisschen farbenfroher, ein bisschen abwechslungsreicher hier auch im Leveldesign abgeht. Schön hier im Vergnügungsviertel. Und da werden wir uns definitiv auch beim nächsten Mal vergnügen. Ich möchte mich wie immer ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ich freue mich über Abos, ich freue mich über einen Daumen hoch. Natürlich ebenso sehr. Und ja, wenn ihr noch jemanden kennt, für den das hier vielleicht was sein könnte, würde ich mich auch da freuen, wenn ihr mal einen heißen Tipp gebt. Alles klar, Leute. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.